Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Ich bin immer noch ein bisschen krank, aber das stört uns gar nicht. Wir haben uns in der letzten Folge hier umgesehen, haben das Computerspiel gesehen und schauen uns mal das Fernsehgerät an. Ich lasse den Fernseher eingeschaltet. Das hatten wir schon, ne? Jetzt kommt noch eine andere, jüngere Frau dazu. Sie ist auch blond. Vielleicht die Schwester von dem Typ. Nein, sie ist das Dienstmädchen. Sie hat ein Tablett mit zwei Gläsern drauf reingebracht. Und jetzt schüttelt sie dauernd den Kopf, als ob sie etwas abstreitet. Oh, wow. Die Frau packt sie jetzt bei den Haaren. Und, hui, pass auf dein Handtuch auf, Schätzchen. Hui. George, wach auf. Tut mir leid, ich war abgelenkt von dieser blöden Fernsehserie. Ich sehe sehr wohl, was dich abgelenkt hat. Das ist Müll, George. Passion Avenue, meine Lieblingsserie. Klasse. Ja, oh, heiße Kiste. Heiße Kiste? So, und Rinaldo sollte uns ja irgendwo hinführen, aber der ist mit seinem Papierkram noch nicht fertig. Dann haben wir mit dem schon gesprochen? Ich glaube nicht. Wir gucken uns den erstmal an. Er hat die Augen eines Cocker Spaniels in einem Gesicht, das aussieht wie ein zusammengefallenes Soufflé. Ich frage mich, was diesen Mann dazu getrieben hat, für einen Kerl wie den General zu arbeiten. Wahrscheinlich, dass er aussieht wie ein Cocker Spaniel. So, dann reden wir mal mit Rinaldo. Ich hoffe, das haben wir noch nicht getan, aber ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, was ich ihn noch fragen sollte. Scheinbar schon. Okay. Das ist alles nur Ausgang hier. Aktenschrank, Ausgang. Kann man auch da raus? Ich weigere mich, diesen Durchgang zu untersuchen, solange der General da rumsitzt. Okay, solange der General. Kann Nico eigentlich irgendwas Nützliches zur Situation beitragen? Nico? Eieiei, na, hallo hier. Lobino hat mir erzählt, er sieht dich sehr oft. Wir treffen uns manchmal auf einen Drink oder zum Essen, du weißt schon. Nachdem du in die Staaten zurückgegangen bist, habe ich mich ziemlich einsam gefühlt. Naja. Einsam? Du musst ja schon verzweifelt gewesen sein. Konntest du nicht einfach in den Zoo gehen oder sowas? Genau. Der Mann, den wir bei der Unterhaltung mit dem General beobachtet haben, war Aubier. Hast du ihn nicht erkannt? Ich habe ihn doch nie getroffen, weißt du nicht mehr? Der Typ, den ich in Paris angerufen habe, hat vorgegeben, Aubier zu sein. Aber er klang nicht im Entferntesten wie der Kerl auf dem Polizeirevier. Vielleicht ist der Professor wirklich unschuldig. Ach was, es ist ein viel zu großer Zufall, dass er hier in Caramonte ist. Okay. Möchtest du einen Hundekuchen? Gourmet-Hundesnacks. Hast du die Dinger etwa wirklich gegessen, George? Na klar. Ja, die schmecken prima. Möchtest du... Rate mal, was das hier ist. Komm schon, rate. Das ist Schmiedeeisen, wahrscheinlich vom Rauchabzug eines alten Herdes. Nicht schlecht. Ja, schätze, das könnte schon sein. Hilft uns aber nicht weiter. Woher weiß sie das? Mein Großvater hat in einer Gießerei gearbeitet. Okay, und der tote Tikia-Wurm? Schau dir das hier mal an, Nico. Das ist ja widerlich, George. Warum schleppst du die denn mit dir rum? Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich nicht davon trennen. Und er erinnert mich an mein bestes Stück. Schau dir das hier mal an. Eine Sonnenfinsternis. Woher dieses plötzliche Interesse an der Astronomie? Ich habe den Zeitungsausschnitt in Aubiers Haus gefunden. Offenbar ist die Sonnenfinsternis nur von Mittelamerika aus sichtbar. Aha, also von hier. Schau dir das hier mal an. Schau dir einfach mal alles an, Nico. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie bist du denn an so viel Geld gekommen? Das ist nicht meins. Ich habe den Kontoauszug in Aubiers Haus gefunden. Genau. Mehr sagt sie dazu nicht. Guck mal hier, der Stein. Hast du irgendeine Theorie zu diesem Stein? Ich glaube, diese Zeichnung soll ein Hund sein. Ein mexikanischer Hund. Das ist also der heilige Chihuahua-Stein. Aber vielleicht können wir ja die Hundekuchen mit dem Stein, weil es ist ein Hund auf dem Stein. Das bringt's nicht. Schade, okay. Aber der Ära hat mir ja eine Sache gesagt, die ich machen soll. Die mache ich natürlich sofort, ist mir gerade siedend heiß wieder eingefallen. Und zwar gehen wir dafür mal ein Stück nach links rüber, wenn wir denn dürfen. Warum hast du ihm den Stein gezeigt? Warum nicht? Ich dachte, er wüsste vielleicht etwas darüber. Tja, jetzt weiß er auf jeden Fall etwas darüber, nämlich, dass wir ihn haben. Okay. Hast du die Grafik an der Wand im Polizeirevier gesehen? Ja, sah wie eine Landkarte aus, aber ich konnte keine Details erkennen. Was immer es auch war, der General wollte nicht, dass wir es zu sehen bekommen. Ja. Du hast ziemlich dick aufgetragen bei dem General. Ich habe nur seinem Ego geschmeichelt, George. Jedermann hat seine Achillesferse. Vielleicht, aber der schwache Punkt bei diesem Kerl ist bestimmt nicht an seinem Fuß. Ja, tschö. So. Der gute Error hat mir nämlich gesagt, dass etwas Lustiges passiert, wenn wir die Ziege missbrauchen. Deswegen ist dieses Spiel auch ab 18. Wir stecken der Ziege nämlich jetzt mal ein Stück Kohle in den Arsch.
und gucken, was passiert. Was ist denn das? Das ist ein Stück Glückskohle. Sie spricht! Kohle! Ich hätte lieber etwas Schokolade. Egal, welche Geschmacksrichtung. Hauptsache, es ist kein Marzipan drin. Sie spricht! Himmel, wie ich Marzipan hasse! Die Ziege spricht! Du kannst sprechen. Ich meine eine sprechende Ziege. Red doch bitte etwas leiser. Das geht nur dich und mich etwas an, klar? Schätze schon. Ich meine es ernst. Wenn du irgendjemandem erzählst, dass du mit mir gesprochen hast und du bist verflucht... Die Ziege spricht. Jetzt sagt sie nur noch Mäh. Ja, danke, Era, für diesen Tipp. Die Ziege kann hey, also Nico. Reden. Gut. Hey, Nico. Kommen Sie mal mit uns mit hier nach oben, bitte. Wo sind wir denn hier? Was ist das? Wo sind wir hier? Hola, Senora. Hola. Hi. Wir wollten eigentlich nur... Ja? Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Entschuldigung. Hi, ich heiße Nicole Collar. Concha Garcia. Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Caramonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ja, das möchte ich. Ich bin der Assistent, ja, hier, ich frage Dr. Frankenstein. Haben Sie mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, wer soll das sein? Er ist der Grund, warum wir nach Caramonte gekommen sind. Wir vermuten, dass er einen Drogenring betreibt. Naja, ich hoffe, Sie finden ihn. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Schade. Und dieses Unglück in der Mine, das war doch das hier, oder? Dieser Unfall. Können Sie mir etwas über das grobe Unglück in der Mine erzählen? Unglück? Das war Sabotage. Jemand wollte, dass ich meine Mine schließen muss. Für immer. Okay. Warum? Haben Sie irgendwelche Beweise, dass die Mine sabotiert worden ist? Noch nicht. Aber ich bringe da schon noch Licht ins Dunkel. Es gab seit Monaten immer wieder Ärger in der Mine. Die Belegschaft wurde von Tag zu Tag kleiner. Jemand hatte unter den Männern das Gerücht ausgestreut, die Mine sei verflucht. Jetzt ist die gesamte Arbeit zum Erliegen gekommen. Okay. Wo genau liegt die Mine? Mehrere Tage flussaufwärts in einer abgelegenen Gegend namens Teokulkan. Gut, und der alte Mann mit Hut? Kennen Sie Professor Aubier? Ja, soweit ich weiß, will er sich gerade auf eine archäologische Expedition begeben. Er hat sich bei mir heute früh ein paar Ausrüstungsgegenstände gemietet. Ich habe gehört, wie er mit dem General geredet hat. Ich glaube, die beiden arbeiten zusammen. Was? Hätte ich das gewusst, hätte er nicht mal eine löchrige Feldflasche von mir bekommen. Aber seit wann interessiert sich denn der General für Archäologie? Das weiß ich auch nicht. Guck mal, willst du einen Hundekuchen? Würde Ihnen vielleicht ein Hundekuchen gefallen? Würde Ihnen vielleicht ein Kinnhaken gefallen, Chico? Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein, gemeißelt von einem Maya-Priester, stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Okay. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Okay. Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff, die Maya-Prinzessin. Mhm. Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Das glaube ich dir nicht. Guck mal, ein Stück Kohle. Ich freue mich auf den Slip. Sehen Sie das hier? Das ist mein Stück Glückskohle. Was ist denn so glücklich daran? Das weiß ich auch noch nicht. Wir finden schon irgendwas raus. Hat er keine Hose an? Der hat keine Hose an. Warum hat er keine Hose an? Ist das da sein Penis? Sein wundgeriebener roter Penis? What the fuck? Ich kann mir echt den Slip andrehen. Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber. Okay, guck mal hier, der Typ könnte mal diesen String anziehen. Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Oh. Ist das deine beste Anmache, Chico? Na klar. Ich meine es ernst, die habe ich zufällig gefunden.
Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Ah, das würde dir doch gefallen. Na gut. Sekretär, Schrank. Ein Vorratsschrank. Können wir den einfach aufmachen vielleicht? Bleiben Sie da weg! Er ist voller Sprengstoff. Da wird der Sprengstoff aufbewahrt. Ich wusste das nicht. Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, ich wusste nicht, dass da Sprengstoff drin ist. Ich habe einfach nur aus Spaß gesagt, dass da Sprengstoff drin ist. Cool. Conchita, Wurst. Ah, nee, Concha. Sekretär. Wir reden erstmal mit dem Sekretär ohne Hose. Der ist mir gleich sympathisch, weil ich bin ja auch nicht so der Hosenfan. Einer aus Conchas Männersammlung. Da muss ich gerade mal husten. Okay, hallo. Mann ohne Hose. Hola. Hi. Einen schönen guten Tag und willkommen bei der Consolidated Mining Bergbaugesellschaft. Wenn Sie in Caramonte City bleiben, dann empfehle ich Ihnen unsere Consolidated Mining Erlebnistour. Eine interaktive Führung durch eine unserer tiefsten Minen mit Reiseführern in drei verschiedenen Sprachen. Wow. Eine Führung durch ein Bergwerk? Naja, wir sind eine Bergbaugesellschaft. Was haben Sie erwartet? Was ist das denn? Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, die bald eintritt? Ich? Nein, Senor. Schade. Wissen Sie, wo ich Senor Karsak finden kann? Nein, Senor. Was weißt du eigentlich? Wieso haben Sie keine Hose an? Genau. Ich fühle mich wache ohne Sie. Irgendwie frischer. Und das stört Ihre Chefin nicht? Sie hat es ja sogar vorgeschlagen. What the fuck? Das ist mein Traumarbeitsplatz. Ich möchte auch ein Arbeitsplatz, wo meine Chefin sagt, Herr Rainbird, bitte ziehen Sie mal Ihre Hose aus, dann fühlen Sie sich viel frischer und wacher. Und bitte arbeiten Sie jeden Tag ohne Hose. Sekretär. Ein widerlich gut aussehender Mann. So wie ich. Ach so. Habe ich jetzt wieder rausgeklickt? Ich wollte doch. Hallo. Freuen Sie sich schon auf die Sonnenfinsternis? Nicht besonders. Und Sie? Ich weiß nicht. Hab noch nie eine gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass man sie sich nicht mit bloßem Auge ansehen soll. Richtig. Bitte gehen Sie und lassen Sie mich meine Arbeit tun, ja? Bitte gehen Sie. Aber ich würde noch was über den Frankenstein Dr. Karsak oder Karsak fragen. Schon mal von einem Typen namens Karsak gehört? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diesen Bericht nicht rechtzeitig fertig kriege, wird die Chefin zur rasenden Furie. Okay. Das ist sie, glaube ich, jetzt schon. Ich kann nicht verstehen, warum sich die Besitzerin mit solchen Männern umgibt. Warum denn nicht? Was ist die Problem bei den Männern? Karsak? Schon mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, Senior. Toll. Und von der Sonnenfinsternis? Wussten Sie schon, dass in ein paar Wochen eine totale Sonnenfinsternis eintritt? Ja, Joe hat es mir erzählt. Er schmeißt eine Party und wir sind alle eingeladen. Meine Jungs und ich verkleiden uns als böse Mönche. Wirklich? Cool. Cool. Ihr seid ja echt die coolsten, wenn ihr cruist. Der Kerl arbeitet wie ein Uhrwerk. Tick-Tack. Guten Tag. Sonnenfinsternis? Wissen Sie von der Sonnenfinsternis? Ja, und ich freue mich schon darauf, Sie zu sehen. Soll ja ziemlich spektakulär werden, was man so hört. Die findet in ein paar Wochen statt, nicht wahr? In 9 Tagen. Danke. Schon mal von einem Herrn mit Namen Karsak gehört? Nein. Schade. Die lügen doch alle. Die lügen alle wie gedruckt. Das sehe ich doch. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Irgendein Pixel, den ich übersehen habe? Haben wir die schon angeguckt? Das ist Concha, die Besitzerin der Bergbaugesellschaft. Okay, können wir nochmal mit ihr reden vielleicht? Es gibt sonst nichts weiter zu bereden. Ja, gut, hast ja recht. Okay. Wo kommen wir wieder raus? Da. Warum geht Nico vor? Warum bewegen wir uns gar... Ach, jetzt. Wir warten natürlich, der Gentleman wartet, bis die Frau den Raum verlassen hat und verlässt erst dann den Raum. Ist ja ganz klar. Kommen wir eigentlich hier noch irgendwo anders hin hier?
kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin, wenn wir da hingehen? Wo kommen wir denn hin, wenn jeder fragt, wo kommen wir denn hin und keiner geht hin und guckt nach? Oder wie war der Spruch? Irgendwie so ähnlich. Aha. Aha, aha, aha. Ein Mann. Dwayne und Ubier. Ah. Mit diesen netten Herren werden wir doch mal in der nächsten Folge quatschen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Macht's gut. Tschüsschen.